Kapitel 17. Es war kurz vor 17 Uhr, als Nick bei der Station Blackfriars ausstieg und sich auf seinem Weg entlang der Newbridge Street machte. Das Parkhaus lag am Ludgate Hill, es zu finden würde nicht das Problem sein. Ungesehen hineinzugelangen schon eher. Er machte sich so groß wie möglich und klimperte mit seinem Schlüsselbund, als suche er bereits den Autoschlüssel heraus. Doch seine Angst erwies sich als unbegründet. Niemand hielt ihn auf, als er das Parkhaus betrat. Er war nicht einmal sicher, ob der Wachmann, der in seiner Kabine Zeitung las, ihn überhaupt bemerkt hatte. Er kramte den Zettel aus seiner Hosentasche. LP60HNR war das Kennzeichen des Autos, das er suchen sollte. »Falls du es nicht findest«, hatte der Bote gesagt, »wirst du wiederkommen, wieder und wieder, jeden Tag zwischen 17 und 18 Uhr, bis dein Auftrag erfüllt ist.« Schon in der zweiten Etage hatte Nick Glück. Er betrachtete das Auto und pfiff durch die Zähne. LP60HNR war das Kennzeichen eines silbergrauen Jaguars, der zwischen all den anderen Autos schon dadurch hervorstach, dass er glänzte wie die Kronjuwelen, kein Schlammspritzer weit und breit. Nick zückte seine Kamera und schoss ein paar Fotos. Die würden nicht reichen, das war ihm klar, aber sie waren ein Anfang. Was er jetzt brauchte, war ein Ort, an dem er sich auf die Lauer legen konnte, so, dass er das Auto im Blick behielt, aber selbst nicht gesehen wurde. Das Beste, was er fand, war der enge Spalt zwischen einem alten Ford und der Parkhausmauer. Wenn er sich hier auf den Boden legte und niemand genau hinsah, war er so gut wie unsichtbar. Nick deaktivierte den Blitz der Kamera und stellte dafür die Lichtempfindlichkeit auf den höchsten Wert ein. Dann machte er es sich so bequem, wie es auf dem kalten Garagenboden möglich war. 17.12 Uhr. Nur die Ruhe. Als sein Handy plötzlich zu läuten begann und geräuschvoll verkündete, dass eine SMS eingegangen war, blieb beinahe Nicks Herz stehen. Er hatte den Klingelton nicht abgestellt. Wie dämlich konnte man eigentlich sein? Aus seiner unbequemen Liegeposition eingequetscht zwischen Auto und Wand kam er kaum an seine Hosentasche. Als er es schließlich doch schaffte und sah, von wem die Nachricht stammte, begann sein Herz zu klopfen. Emily. »Hi, Nick. Ich würde dich gern treffen und dir bei Gelegenheit jemanden vorstellen. Er heißt Victor und könnte uns allen vielleicht helfen. Meld dich bitte bei mir. Emily.« Der Name Victor sagte Nick rein gar nichts. Das konnte auch ruhig so bleiben. Was sollte das überhaupt heißen, er könnte uns allen helfen? Vermutlich wünschte Emily sich vor allem Hilfe für Eric, der bis zum Hals in Schwierigkeiten steckte. Aber sie wollte sich mit ihm treffen. Emily. War doch egal, warum. Sie wollte sich mit ihm treffen. Peng. Eine Tür schlug zu, Schritte, die näher kamen. Nick hielt die Luft an und versuchte, sich in den Betonboden hineinzupressen. Er hielt die Kamera auf den Jaguar gerichtet, um sofort abdrücken zu können, wenn sein Besitzer auftauchte. Ein paar Beine in schwarzen Hosen kamen in Sicht, gingen am Jaguar vorbei und kamen näher. Ein Wachmann, der ihn über die Videokamera gesehen hatte? Bitte nicht. Und bitte auch nicht der Fahrer des Forts, der Nick als Deckung diente. Als der Mann an ihm vorbeiging, ohne ihn in seinem Versteck eines Blickes zu würdigen, atmete Nick erleichtert aus. Kurz darauf fuhr ein roter Mazda Richtung Ausfahrt. Stille kehrte wieder ein. Erst 5 Minuten vergangen. Nick verlagerte sein Gewicht so gut es ging und legte vorsichtig die Kamera ab. Wieder kamen Schritte näher, doch sie hielten an, lange bevor sie Nicks Höhe erreicht hatten. Eine Autotür knallte, ein Motor sprang an. Weitere 5 Minuten später begann Nicks rechtes Bein einzuschlafen. Er versuchte, das Kribbeln zu ignorieren und konzentrierte sich auf die Geräusche des Parkhauses. Das Rauschen der Lüftung, den gedämpften Straßenlärm von draußen. Wieder eine Metalltür, die geöffnet und geschlossen wurde. Eine Frau lachte, ein Mann stimmte ein. Klappernde Stöckelschuhe auf dem Beton. Das per Funk ausgelöste Schnappen eines Autoschlosses. Nur ein paar Meter von Nick entfernt. Die Lichter des Jaguars gingen an. Nicks Herzschlag beschleunigte sich. Er hob die Kamera und richtete den Sucher auf den Wagen. Der Mann und die Frau kamen näher, kamen ins Bild. Der Mann verströmte Nervosität wie ein Hochofen Hitze. Klick. Die Frau hätte der Star aus einer Vorabendserie sein können. Glitzernde Ohrringe, Pelzjacke, das blonde Haar aufgesteckt. Der Mann war groß und dunkelhaarig, an den Schläfen wurde er bereits grau. Er trug Anzug und Krawatte, vielleicht ein Arzt oder ein Rechtsanwalt. Klick. Der Mann öffnete die Wagentür und legte eine Tasche auf den Rücksitz. Klick, klick. »Das nächste Mal gehen wir ins Refortorio«, sagte die Frau. »Vivian meint, das Lamm sei dort großartig.« »Wenn du möchtest, Schatz.« Klick. Die Frau stieg in den Wagen. Klick. Der Mann hielt plötzlich inne und sah sich um. Hatte er die Kamera gehört? Nick versuchte, mit seiner dunklen Ecke zu verschmelzen. »Was hast du, Liebling?« »Nichts.«
Der Mann strich sich mit der Hand über den Kopf. Gar nichts, ich muss mich geirrt haben. Weißt du, in letzter Zeit. Den Rest hörte Nick nicht mehr, da der Mann ins Auto gestiegen war und die Tür geschlossen hatte. Er schüttelte den Kopf und hob die Schultern in einer hilflosen Geste. Dann startete er den Motor. Eine halbe Minute später hatte der Jaguar das Parkhaus verlassen. Geschafft. Nick drückte die Kamera an sich. Weg jetzt, schnell. Nein, erst noch prüfen, ob die Fotos brauchbar waren. Ein bisschen unscharf, naja, und ziemlich körnig, aber besser ging es nicht ohne Blitz. Erkennen konnte man jedenfalls alles. Die Frau, den Mann, das Autokennzeichen, 12 annehmbare Bilder. Im Gedränge der U-Bahn holte Nick sein Handy aus der Hosentasche und las noch einmal Emilys SMS. Victor, uns allen helfen. Das klang nicht nach einem Date, es klang eher, als wollte sie Eric aus der Patsche helfen. Nick begann, eine Antwort zu tippen, fand sie albern, löschte sie wieder und schloss die Augen. Wenn herauskam, dass er etwas mit der Galaris-Kiste zu tun hatte, würde es auch Emily erfahren. Keiner würde ihm glauben, dass er nicht gewusst hatte, was er da versteckte. Die Zeitungen würden von einem geplanten Schulmassaker sprechen, das gerade noch verhindert hatte werden können. Oder so. Sein Vater würde ihn umbringen. Nick öffnete die Augen wieder und betrachtete die müden Gesichter der Menschen um ihn herum. Sie alle würden sein Foto in der Zeitung sehen. Emily würde sein Foto in der Zeitung sehen. Noch einmal tippte er eine SMS an sie, löschte sie aber gleich wieder, ohne sie abzusenden. Was, wenn dieser Victor von der Polizei war? Nick schloss die Augen. Er musste sicher gehen, dass Erebos ihm freundlich gesonnen blieb. »Die Bilder sind bei mir eingetroffen«, sagte der Bote. Er sitzt auf einem Felsen am Rand des Moors, streckt die langen Beine von sich aus und macht einen zufriedenen Eindruck. Sarius entspannt sich. Der Upload der Fotos auf den angegebenen Server ist nicht ganz unproblematisch gewesen. Zweimal ist die Verbindung abgerissen. »Hast du bereits zu Abend gegessen?« »Ja.« »Seit wann ist das für den Boten interessant?« »Hast du dich mit deinen Eltern unterhalten, einen fröhlichen, normalen Eindruck vermittelt?« »Ich glaube schon. Ich habe geplappert wie aufgezogen, damit sie nicht auf die Idee kommen, nach meinen Hausaufgaben zu fragen.« »Gut. Wir müssen vorsichtig sein. Es wird zu viel geredet außerhalb von Erebos. Unsere Feinde formieren sich.« »Wir müssen darauf achten, keine Angriffsfläche zu bieten. Ich möchte daher, dass du täglich in der Schule erscheinst und dich unauffällig verhältst. Gib niemandem einen Grund, dein Verhalten verdächtig zu finden.« »Ist in Ordnung.« »Du bist nun eine 8. Ich erhöhe deine Lebenskraft und deine Feuermagie. Bevor du gehst, berichte mir noch, hat dein Wunschkristall bereits begonnen, seine Wirkung zu entfalten? Hast du bekommen, was du dir gewünscht hast?« »Ich weiß es nicht«, denkt Sarius. »Das hat doch alles nichts mit mir zu tun. Ich glaube nicht, dass diese furchtbare Szene mein Werk gewesen ist.« »Willst du mir keine Antwort geben?« »Ich bin mir nicht sicher. Möglicherweise. Es kann sein, dass er das tut, dass er beginnt, seine Wirkung zu entfalten.« Der Bote nickt zufrieden. »Siehst du? Warte ab. Es wird weitergehen, und der Rest liegt dann in deinen Händen, Sarius.« »Er kann nicht merken, dass ich Angst habe, oder? Er kann es mir unmöglich ansehen.« Er wartet, dass der Bote ihn endlich entlässt, doch der sieht ihm nach wie vor an und spreizt seine knöchernen Finger. »Es wäre nicht übel, wenn Aisha einen Zeugen hätte«, sagte er. »Jemanden, der ihre Anschuldigungen bestätigen kann. Fällt dir jemand ein, Sarius?« »Das kann nicht sein Ernst sein«, denkt Sarius. »Das tue ich nicht. Scheiße nochmal, wieso verlangt er das von mir?« »Ich war gestern zu der Zeit mit Bryn im Café, das heißt, ich falle als Zeuge aus.« »Ich weiß. Ich habe dich gefragt, ob dir jemand einfällt, nicht ob du es machst.« »Ach so, tut mir leid, mir fällt aber auch niemand ein.« »Dann geh.« Der Bote winkt ihn fort und Sarius, der froh ist, aus dem Blickfeld der gelben Augen fliehen zu können, folgt seinem Wink. Die Galaris-Kiste haben sie beide nicht angesprochen, aber es ist keine Frage, dass der Bote auch darüber schon alles weiß. Den Schein des riesigen Lagerfeuers sieht Sarius schon von Weitem. Rechts liegt das Moor, links ragt ein runder Bau in den nächtlichen Himmel. Dazwischen erstreckt sich eine Wiese, auf der nichts als dornige Büsche und ein paar verkrüppelte Bäume wachsen. »Hi, Sarius!« Arvins Schalt ist die erste, die ihn bemerkt. Sie sitzt neben Lord Nick am Feuer, das sich auf ihrem neuen Brustpanzer spiegelt. Beide müssen immer noch über ihm stehen. Er sieht ihre Level nicht. Ein Stück weiter entfernt sitzt Leland. Er hat sich seit ihrem Kampf erholt und ist wieder eine 7. »Hast du dich schon für die nächste Arena eingetragen? Da drüben.« Arvins Child weist zu einem runden Gebäude hinüber. »Das ist so ziemlich das Einzige, was du im Moment machen kannst. Es tut sich gerade gar nichts.
Wir sitzen hier schon seit einer halben Stunde oder so. Von einem neuen Arena-Kampf hat Sarius noch nichts gewusst. Aber natürlich will er dabei sein. Womit er nicht gerechnet hat, ist, dass das große Glotzauge höchstpersönlich seine Anmeldung entgegennimmt. Er steht im Sand der nächtlichen Arena, umwimmelt von Gnomen und wirkt riesig, fast doppelt so groß wie Sarius. Wieder irritiert ihn das seltsame Aussehen des Giganten. Er ähnelt keinem der anderen hier. Und er ist fast nackt. Trag dich hier ein, sagt er und deutet mit seinem merkwürdigen Stab auf die Liste, die an der Mauer hängt. In 7 Tagen, 2 Stunden vor Mitternacht beginnen die Kämpfe. Sarius schreibt seinen Namen unter den von Bracco. Sieh an, der lebt also auch noch. Blackspell steht auf der Liste, Bloodwork, Leland, Lord Nick und Rizzle. Mehr kann Sarius nicht lesen, denn der Zeremonienmeister vertreibt ihn. Nicht neugierig sein, kleiner Elf, lauf zurück zu den anderen. Als er aus der Arena tritt, kommt ihm Finiel entgegen. Sie muss Tag und Nacht gespielt haben, denn als Sarius sie das letzte Mal gesehen hat, war sie eine schwer verletzte 4. Jetzt ist ihr Level für ihn unsichtbar, also mindestens 8. Ihre gesamte Rüstung ist neu und sie trägt 2 Schwerter. Etwas sagt Sarius, dass er diesmal verlieren würde, wenn sie einander wieder gegenüberstünden. Rund um das riesige Feuer herrscht Stammtischatmosphäre. Sapuyapu hockt mitten in einer Horde von Zwergen, die ihre Äxte vergleichen, aber er begrüßt Sarius sofort. Keine Quest heute? Sieht nicht so aus. Auch mal eine nette Abwechslung. Sie plaudern über den Arena-Kampf, den auch Sapuyapu bestreiten will, dann schlendert Sarius weiter. Er sieht Bloodwork allein auf einem Baumstamm sitzen und in die Flammen starren. Den Ring, den er an einer Kette um den Hals trägt, leuchtet rubinrot im Feuerschein. Sarius zögert erst, dann spricht er den Barbaren doch an. Weißt du, was heute noch passieren wird? Nein. Okay, sorry, schönen Abend noch. Bloodwork hebt den Kopf. Ich bin saumüde. Kein Wunder. Ich glaube, bei uns allen kommt in letzter Zeit der Schlaf zu kurz. Du hast ja keine Ahnung. Auf Wichtigtuerei kann Sarius gerade gut verzichten. Dann lass es doch für heute gut sein und hau dich auf dein Barbarenfell, sagt er. Doch Bloodwork versteht mal wieder keinen Spaß. Verpiss dich, Elfenfurz, sagt er, wuchtet seinen riesigen Körper hoch und schlurft zu einem der anderen Barbaren und einem Katzenmenschen, die etwas abseits stehen. Auch um ihre Hälse baumelt der rote Kreis. Der Katzentyp war beim letzten Arena-Kampf keiner von denen auf dem Schild, da ist Sarius sicher. Mach dir keine Hoffnung. Drizzle ist neben Sarius aufgetaucht und rempelt ihn grob von der Seite an. Du wirst nie einer vom inneren Kreis, du Weichei. Aber ich dafür, wetten? Pass nur auf und warte bis zur nächsten Arena. Er bleckt seine langen Eckzähne. Sarius will vorsichtshalber sein Schwert ziehen, doch seine Aufmerksamkeit wird abgelenkt. Ein Gnom mit hellgrüner Haut hat sich nahe dem Feuer auf einen Felsen gestellt. Die Krieger des inneren Kreises werden am geheimen Treffpunkt erwartet. Es gibt Neuigkeiten. Bloodwork, seine beiden Gesprächspartner und die Elfenmagierin namens Verdana stehen auf und gehen auf das Waldstück zu, das wie eine Stadtmauer linker Hand liegt. Ein 5. Auserwählter ist nicht zu sehen. Doch dann löst sich Blackspell aus der Finsternis neben der Arena und folgt den 4 anderen. Das rote Abzeichen funkelt auf seinem schwarzen Umhang. Blackspell gehört zum inneren Kreis? Fragt Sarius erstaunt. Shit, das wusste ich auch nicht, erwidert Drizzle. Aber umso besser, den mache ich zu Brei in der Arena. Insgeheim freut Sarius sich schon darauf, das zu sehen. Egal, wer wen zu Brei macht, er kann keinen der beiden Vampire leiden. Blackspell verschwindet nun ebenfalls im Dunkeln des Waldes und Sarius muss sich zusammenreißen, um hier am Feuer zu bleiben. Er wüsste zu gern, was im inneren Kreis besprochen wird. Der grünhäutige Gnom steht indes immer noch auf seinem Felsen. Er hat eine weitere Ansage zu machen. »Krieger«, beginnt er, »die letzte Schlacht drückt näher. Noch ist es nicht so weit. Aber mehr denn je gilt es in dieser Zeit, die Spreu vom Weizen zu trennen.« Er macht eine bedeutsame Pause. »Dieses Lager hier ist nicht allzu fern von Ortolans Festung. Wir nähern uns ihm Schritt für Schritt. Mein Herr meint, Ortolan kann uns bereits fühlen. Doch er wird uns nicht angreifen. Er kann uns nicht angreifen, denn er ahnt nicht, wer wir sind.« Wieder eine bedeutungsvolle Pause. »Andere allerdings versuchen, unsere Mission zum Scheitern zu bringen. Sie spionieren uns aus, verleumden uns und versuchen uns zu schaden. Wenn wir nicht näher zusammenrücken, werden sie uns unterwandern. Sie werden unsere Welt zerstören. Mehr denn je gilt, schweigen, Ruhe bewahren, Geheimnisse hüten, Feinde als Feinde behandeln.« Damit steigt der Gnom von seinem Stein und tappt krummbeinig in die Arena zurück.
Die nächsten Stunden sitzen die Krieger zusammen. Erst warten sie noch darauf, dass etwas passiert. Doch niemand erteilt ihnen einen Auftrag, niemand greift sie an. Keines von Ottolands Monstern stürzt sich auf sie. Also beschäftigen sie sich friedlich. Sie würfeln um Gold und um Fleischstücke. Die Stimmung ist entspannt. Niemand hat Lust, auf seinen Nachbarn loszugehen. Sarius merkt kaum, wie die Zeit vergeht. Als er sich von den anderen verabschiedet, ist es 2 Uhr morgens und er ist wohlig müde. Noch nie hat er sich in Erebos so geborgen und zu Hause gefühlt.